Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zum Clicker Simulator, einem Spiel, in dem wir, Klicks sammeln müssen. Indem wir drücken, sammeln wir Klicks und das geht ziemlich schnell. Und das Besondere ist im Clicker Simulator 2.0, sollten wir am Ende der Season zum 1. September Erster oder Top 10 oder Top 25 sein, bekommen wir diese legendären Bonushaustiere geschenkt. Etwas, was wir in Clicker Simulator 1.0 nie geschafft haben. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal, Leute. Wir legen los. Hier ist irgendwie ein Grimace Milchshake, der abnormal verstört aussieht, Alter. Also da bin ich mir sehr, sehr unsicher. Und wir haben 200 Klicks. Ich glaube, damit können wir bereits unseren Klick verbessern. Genau, auf einen grauen jetzt nämlich. Zack, zack, Alter. Jetzt machen wir schon 20 pro Klick. Das schmeckt schon. Den nächsten schalten wir frei in 1000. Das sollten wir eigentlich auch, ja, das kriegen wir auch sofort. Passt mal auf, 900 und 1000 und jetzt holen wir uns direkt den nächsten. Mal 10 haben wir jetzt. Ah, geil, 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 geil. Okay, es gibt ein Event-Haustier für 1 Million Besucher. Das kostet 120.000 Wins. Das klingt sehr teuer. Es gibt einen Questgeber, den Mr. Mauszeiger. Und hier haben wir, genau, bekommen 125 Wins. Und hier, das können wir uns schon schnappen. Also aber 100 Wins geschenkt bekommen. Okay, und jetzt brauchen wir 25 Wins. Meint ihr, wir sind schon gut genug, um den Noob zu besiegen? Lass mal ins Click-Battle gehen. Oh, 3, 2, 1. Ja, okay. Also das reicht auf jeden Fall locker. Können wir den? Nee, ich glaube, Bacon her können wir noch nicht besiegen. Wir machen, glaube ich, den hier erstmal platt. Ja, dann lass auf 10.000 sparen, damit wir Bacon her fertig machen. Vielleicht können wir ja auch uns schon einen besseren... Nee, bei 5.000 können wir uns erst einen besseren Klicker kaufen. Vielleicht sollten wir auch unsere Wins direkt schon mal investieren in ein Haustier, ne? Bam! So, für 15. Klar, geh mal rein. Was können wir... Okay, ja, wir können Hasen, Hund, eine Katze, die klassischen Sachen können wir ziehen. Wir haben einen Hamster gezogen. Okay, wir ziehen mal 3, würde ich sagen. Hund, selten. Und jetzt, Legendär. Oh, schade, das wäre es ja gewesen. So, okay, Equip Best. Jetzt haben wir schon einen dicken... Alter, yo, jetzt kriege ich plötzlich 500 pro Klick. Was ist das denn? Das ist ja... Warte, wie viel Haustier kann ich denn ausrüsten überhaupt? 9 Stück? Ja, Leute, da müssen wir noch ein paar ziehen hier, ey. Epic, die Katze. Jawohl. Aber es geht noch besser. Es gibt auch ein Legendary. Nochmal die epische Katze. Ist geil, aber den 10%... warte mal. Okay, und... Ah, ich dachte, ich krieg's jetzt ein viertes beieinander. Wenn man 6-mal die Haustiere hat, kann man die zu shiny machen. Das ist tatsächlich auch noch ganz geil. So, jetzt haben wir 8 Haustiere. Warte mal, 1 brauchen wir noch. Dann sind wir voll equipped. Und wenn ich dann drücke, scheppert's euch, glaube ich, vom Stuhl. Weil ich glaube, ich mache so viele Klicks dann. Passt auf. 3000... Junge, bam, Alter. Wie viel brauche ich denn für den nächsten? 125.000. Junge, ich kann die gar nicht so schnell ausrüsten, wie ich hier klicken kann. 300.000 jetzt. Junge, das ist komplett. Was ist das denn für ein cooler Skin? Ein Strichmännchen. So. Okay, ich würde sagen, wir sind erstmal relativ gut jetzt ausgerüstet. Wir machen den Bacon her platt, Alter. Komm mal ran mit 600.000 Klicks. Er sollte. Ja. Ja, 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 ja. Dann den Nerd. Den Streber, Leute, den Mathe-Streber. Und ja, hat auch gar keine Chance. Dann gehen wir, warte mal. Quest. Hammer. Boom. 2 Gems bekommen. Keine Ahnung, für was Gems sind, aber die sind schon geil. Wir machen mal eine neue Quest. Hallo Bansenheimer, mache diese 2 Quests und dann sehen wir uns wieder. Okay, was hat er uns für 2 gegeben? Ja, 200 Klicks. Erledigt. 150 Wins. Schaff mal. Jetzt gehen wir dem Baby-Boss. Ah, den besiegen wir auch. Nice. Ah, oh, der ist schon nicht ohne. Der ist schon gar nicht ohne. So, okay, nice. Jetzt brauchen wir für den Businessman 3,5 Millionen. Na gut, da brauchen wir noch ein bisschen. Wir haben aber hier Belohnung. 7 Wins, okay. Wie ist jetzt der Plan, Leute? Also, wie viel brauche ich? Zack, so, wir können neue Quest uns holen. Komm mal ran hier. Es gibt auch Rebirths. 3000 Wins, das heißt, das könnten wir jetzt machen. Dann man verliert nicht alles, okay, das ist eine wichtige Info. Und wir kriegen Gems, wir kriegen einen Boost und wir, naja, verlieren unsere Wins halt, ne? Okay, wir können aber das Tausender einmal ziehen. Ich will nur mal sehen, wie viel besser das ist. Okay, ein Rentier, das hat mal 6, okay, das ist krank besser. Das heißt, wir sollten eigentlich das ein paar Mal ziehen, let's go. Hä? Wartet mal. Guckt mal, hier steht 1000, aber es kostet nur 800. Hä? Ich krieg irgendwie Rabatzen. Warum kriege ich Rabatt? Ich meine, nehme ich mit.
Affe legendär, das beste Haustier der Dimension. Wir haben es gezogen. Wie viel kann der, Leute, der Affe? Mal 10, das ist natürlich schon sehr geil, ne? Wie viel mache ich jetzt pro Klick? 54.000, wir müssen ja nicht hier auch viel. Ja, bam, so, wie viel mache ich jetzt? 154.000, ah ja. Oh ja, okay. Okay, wir brauchen 300 Wins. Hm. 3, warte, bei denen müssten wir jetzt eigentlich besiegen, Alter. Ich Butterfly mal. Aber 3,5 Millionen haben wir. Ja, 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 locker, locker, locker. Zack, Businessman eingetütet. Und für den letzten der Dimension brauchen wir 10 Millionen. Und wir haben 22.000 Wins. Wir sind jetzt langsam im Bereich, dass wir uns dieses Ei hier ziehen können. Wenn ich den Drachen ziehe, Alter, dann scheppert's uns vom Stuhl. Wir haben hier auch in 9 Minuten kriegen wir ein 850er-Pet geschenkt. Das ist auch illegal eigentlich, ne? Hier, ein paar Wins. So. Haben wir denn einen besseren? Ja, so, jetzt holen wir uns auch den letzten Mauszeiger für 10 Millionen. Da haben wir das hier auch in der Dimension erstmal durchgespielt. Und jetzt sammeln wir und besiegen den Big Boss. Ja, ja, schaffen wir locker. Wir haben doppelt so viel, wie wir brauchen, Alter. Jetzt geht es nur noch darum, Wins zu fahren. Ja, Alter, man kriegt so viel Wins. Ja, 250.000, dann können wir die nächste Dimension. Okay, wir können auf jeden Fall die Quest abholen. Wir können ein paar Mal rebirthen, würde ich sagen. Ich kann nicht nochmal, okay. Alter, das ist ja... Wie viel mache ich jetzt? 600k pro Klick. So, dann fighten wir mal und sammeln ein paar Wins. 700.000 Wins. Das heißt, wir können ein paar Mal das 1-Million-Special-Ei ziehen. Griffin. Okay, war ein relativ... Alter, das ist Grimace-Shake. Okay, war ein relativ schlechtes Pet tatsächlich, aber... So 250.000 müssen wir übrig haben, damit wir in die nächste Dimension können. Nochmal Griffin? Nochmal. Ich glaube, das war's, denn nochmal können wir nicht. Pegasus, ja, geil. Okay, nochmal können wir nicht. Wir gehen mal in die nächste Welt. Aber was können diese Haustiere? Was haben die? Was haben die? Mal 750 mal 1200. Wie mache ich jetzt mit dem Klick? 44 Millionen. Alter. Okay, wir gehen rein. Na klar. Und den Rest können wir eigentlich für Rebirths hier ausgeben. Ah, reicht nicht für eins, verdammt. Und dann Welt 2, let's go, wir gehen rein. So, Gem-Upgrades. Okay, jetzt wissen wir auch, für was die Gems sind. Interessant, okay. Mehr Glück, mehr Wins, mehr Speed. Okay, Speed ist komplett sinnlos, aber die drei Dinger sind geil. Aber wir haben nicht genug Gems aktuell noch, aber werden wir gleich kriegen. Hier gibt's wieder das Special-Eye, hier gibt's PvP, hier gibt's bessere Klicks. Da können wir auch schon dick updaten. Jetzt machen wir einfach 500 Millionen mit einem Klick. Das ist ja wirklich auch komplett gestört. Jester. Okay, 30 Millionen. Also, ich mache ihn mal, aber eigentlich könnten wir darüber springen, weil ich bin komplett OP. Ja, hier ist es komplett krank. Jetzt den hier für 200 Millionen. Junge, ich sehe uns in der Rangliste, Leute. Am Ende des Videos. Seid gespannt. Ich bin wirklich, Alter, wenn wir dieses Haustier gewinnen. Leute, ich verlose. Das sollten wir ein Special-Haustier gewinnen, verlose ich es unter allen Kommentaren unter diesem Video. Dann schenke ich euch das, Leute. Dann ist das gehört das der Community, sage ich. Ich hoffe nur, dass das Spiel halt auch gut hypt, ne? Damit das Haustier dann auch was bringt. Aber es ist so oder sowas. Oh nein, Bruder. Okay, ja, wir haben eine Quest angenommen, ist ja nicht schlecht. 750 Wins. Okay, Ritter. Ja, Ritter besiegen wir noch nicht. Da brauchen wir noch mehr. Das heißt, wir holen uns hier mal ganz kurz einen neuen Klicker. Zack, so. Und jetzt können wir mal, nur noch zum Test, es wird halt safe schlechter sein. Aber damit wir einen Vergleich haben, ziehe ich mal das beste Pet dieser Dimension und Drache legendär direkt den besten. Und guck mal, ob das mit dem 1-Million-Special-Ei mithalten kann. Der Drache, ne, nicht mal ansatzweise, gibt nochmal 50, ist ja Müll. Wie brauche ich denn für den letzten? Ein T. Warte mal, ich kann ein paar mal rebirthen, glaube ich. So. Ein T, zack. So haben wir. Wir können den Totenkönig, denke ich, besiegen. Let's go. Ja, wie viel Wins kriege ich da? Ich denke, sehr viele, oder? Alter, 400 Millionen. Ihohoho. Okay, wir gehen jetzt hier voll rein. Wir löschen aber das und das, würde ich vorschlagen. Die löschen wir und wir kaufen uns Triple Eye. Drei Eier. Warte mal, den wollen wir löschen. Wieso habe ich den gezogen? Warte. Wir müssen zurück in die Haustiere. Löschen den hier. Den können wir wirklich nicht gebrauchen. So, den Grimace Shake. Rein da. Ich will so ein super Seltenes ziehen. Das wäre geil. Ein Seltenes war bisher die Sphinx hier. Für 10%. Vielleicht? Na, Hydra. Der ist halt noch realistisch mit 4%. Der Teufel. Ich meine, den kann man schon ziehen. Auch wenn ich ihn jetzt gerade nicht ziehe. Ich glaube, ich habe den gezogen, oder? Warte mal. Yo, ich habe den hier gezogen. Den 05er. Okay, das ist illegal, Alter. So, wir haben jetzt genug Haustiere. Lass mal in die Welt davor gehen, um ein Shiny zu machen.
Das heißt, wir gehen mal hier rein, jawohl, zur Shiny Machine. Wir wollen zum Shiny machen den. Da brauche ich 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Okay, dann verdoppelt er seine Fähigkeit. Okay, das ist schon nicht schlecht. Haben wir auch 6 von? Ah, oh, wir haben nur 5, wie ärgerlich. So, ändert der irgendwie sein Aussehen? Ist der da noch shiny? Ja, okay, der hat hier, hat der auf jeden Fall so einen Glitzer. Hat der auch einen Glitzer hier? Ja, der, ne? Der ist, ja, ja, die glitzern. Okay, die glitzern. Aber der ist natürlich trotzdem, ist der halt kaum besser als der, na, ist, ja, doch, er ist schon relativ stark. Kann man schon machen, kann man schon machen. So, wir wollen weiter Eier ziehen. Let's go. Wir haben uns unser Inventar voll gemacht mit 50 Haustieren. Und jetzt wollen wir hier mal noch alles zu shiny machen, was irgendwie geht. So, ein shiny, bupp. Dann machen wir den hier. Hä? Ach doch, wollte gerade sagen. Zack, nochmal shiny, bupp. Können wir den auch? Oh mein Gott, ein Sphinx shiny. Bam, geil. Den hier, ein Hydra shiny. So, warte, haben wir noch mehr? Ja, hier haben wir, ja, ja, okay, hier haben wir noch richtig viele. So, das war's. Mehr Shinies können wir nicht machen. Aber ich habe wirklich eine Menge jetzt, Alter. Hier, der ist shiny, der ist shiny, der ist shiny, der ist shiny. Ja, das war's. Aber wir haben 4 Shinies. Das ist schon big. Wir haben sogar noch einen. 1500. Aber der ist zu schlecht. Nee, warte. Doch, der ist wirklich zu schlecht. Das heißt, den Shiny brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Das heißt, den können wir jetzt auch löschen. Bumm. Brauchen wir auch nicht mehr. Alter, ich bin so OP. Wie viel mache ich das? Ich mache 272 B mit einem Klick mit meinem neuen Haustier, Leute. Das ist krank. Okay. Gem-Upgrades, kann ich mir jetzt irgendwas hier irgendwie... Mehr Wins. Ja, mehr Wins ist natürlich geil, ne? Weil mehr Wins heißt schnellere Rebirths. Kaufen wir uns mal. So. Boah, okay. Wie viel brauche ich denn überhaupt? 2,5B. Na dann, schnabulieren wir uns den hier mal ein bisschen. So, dann können wir jetzt in die neue Welt gehen. Mal gucken, was da auf uns wartet. Ah, man kriegt irgendwie auch Gems für Wins, ne? Ja, guck mal, ich habe schon wieder 300, obwohl ich ja nicht rebirthed habe. Das heißt, nochmal 20% mehr Wins. Ich krieg so viele Wins jetzt, glaube ich, schon. So, ich habe hier irgendwie auch Belohnung ready. So, nächste Welt, let's go. Ja, Arena 3. Mal sehen, was da auf uns wartet. Boom. Der Strand. Was ist das? Ah, das ist das Portal in die Unterwelt, in die nächste Welt. Okay, okay, okay. Okay, wir holen mal das 10B-Ei und checken gleich mal, wie gut das ist und ob es immer noch schlechter ist als das Special-Ei. So, wen haben wir denn hier? Strandboy, Lifeguard, ein Rettungsschwimmer, ein Fisch, ein Hai, okay. Ja gut, also das ist halt alles hier, ne? Das ist halt alles hier Kanonenfutter, Leute. Wartet mal, wir können nämlich jetzt selbst den hier schon besiegen. Die anderen beiden können wir sogar überspringen. Guckt mal an. Ja, okay, der ist ein bisschen schwer, aber wir machen den. So. Ich glaube, ich muss meinen Klicker verbessern. Guck mal, was wir da im Angebot haben. Ja, oh, Alter. Ich mache 240 T pro Klick. Ich habe QD als Währung. Alter, wie ist denn sowas von der Rangliste gleich ist mit Crack? Gut, nächster. Oder wir rebirthen mal ein paar Mal. So. Wie viel brauchen wir hier? 7 QD. Haben wir schon. 100 QD. Oh, der ist schon nicht ohne. Guck mal, da müssen wir ein bisschen farmen. Dann können wir aber mal dieses Ei in der Zwischenzeit testen. Ob das hier was taugt oder ob das Quark mit Soße ist. Ein Fuchs. Episch. Okay, wie gut ist denn der Fuchs? 150. Das ist ja Müll. Ach, Leute. Die brauchen nur Q. Wir haben QD. Ich glaube, ich bin schon eine ganze Währung drüber, oder? Warte mal, wir müssen das mal testen, ehrlich gesagt. Wir werden es jetzt gleich sehen. Ah, nee, doch nicht. Ja, hab mich schon gewundert, Alter. Das wäre auch komplett krank gewesen. So, wir haben jetzt aber gleich die 100 zusammen. Wir machen ein bisschen drüber, so als Puffer. Und dann können wir zumindest schon mal den insanen Kraken besiegen. So, let's go. Können wir den fertig machen? Ja, sehr gut. Da kriegen wir, glaube ich, jetzt so viele Wins für. Bam. So. Jetzt ein bisschen Rebirth macht schon Sinn, ne? Ich habe halt schon sehr oft, aber ich glaube, ich kann jetzt, wartet mal, let's go. Hey, warte mal, Fragezeichen zu Fragezeichen? Hä? Ränge haben gar keinen Namen mehr, die ich hier habe. Den wievielten Rebirth habe ich denn überhaupt? Steht das hier irgendwo? Nee. Wie kann ich, wie, woher weiß ich das? Ich glaube, den 33. oder so, ne? Oder irgendwie so. So, okay. Wir haben 800 Gems, das heißt, wir können da auf jeden Fall... Na, Win-Boost brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, wir brauchen jetzt Klick-Boost eigentlich, ne? Und wir brauchen hier noch ein paar Haustiere. So, wir brauchen ja keine Wins mehr. Eigentlich, weil wir machen eh viel zu viel. Das heißt, das kaufen wir nicht. Speed kaufen wir sowieso auch nicht. Ist auch Quatsch. Das heißt, mehr Klicks und mehr Luck. Aber mehr Luck gibt es eh nur einmal. Dann kaufe ich das einfach einmal. Dann kann man das sogar nochmal kaufen. So, jetzt haben wir mehr Glück. Das heißt, es können noch bessere Haustiere ziehen.
Das heißt, wir könnten jetzt hier vielleicht. Ah, guck mal, ja, die Prozente sind jetzt ein bisschen besser geworden, oder? Oder sind die genau gleich? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Machen halt zu wenig Klicks aktuell. Das heißt, wir müssen mehr Haustiere ziehen. Leute, so hört sich übrigens der Profi-Modus an. Okay, wir haben gleich die 750 QD zusammen und können damit den letzten Boss hier in der Welt besiegen. Ich habe meine Haustiere auch nochmal ein bisschen geupgradet, ein bisschen rebirthed, Leute, ein bisschen weitergespielt. Und so, jetzt sollten wir den doch eigentlich besiegen können. Let's go. Wie viel Wins brauchen wir? 25T, okay. Gott, das soll ja eigentlich kein Problem sein in den Seekönig. Ah, schon schwerer Brocken, aber wir können ihn besiegen. Boom. Hä? Hallo? Ah, ganz schön schwer gedacht. 5T kriegen wir, das ist ziemlich viel. 26T Wins. Wir können in die nächste Welt. Oh, Alter, wir sind schon so mit Abstand erster. So, rein da. Boom. Okay. Lässt du mich auch rein, oder wie? Arena 4, wir sind im Untergrund. Pilz-Arena. Okay, es gibt neue Klicks. Wichtig. Wir... 2QT. Boah, jetzt wird es aber langsam heftig, ne? 2QT. Da müssen wir aber erstmal ein bisschen den laufen lassen, ey. Haustier 1QD. Okay, ist auch ziemlich teuer. Aber jetzt kommen wir gefühlt gar nicht mehr so krank voran, ne? So, was mit den... Ah, hier ist nochmal... Ah, nee, das ist der Questgeber. Gecko, was will der Gecko? 1,5, ja, okay, haben wir nicht ganz. Ich denke, wir müssen ein paar Rebirths farmen. Wir sind da, glaube ich, ein bisschen liegen da hinten. Wir sollten jetzt genug haben für den Gecko. Fighten wir mal gegen den hier. Ich weiß gar nicht, wie man für die Rangliste, wie viel man da ehrlich gesagt braucht. Ob wir da... Oh, ein schwerer Brocken. Ob wir da schon drin sind. 15T, wie oft kann ich da rebirthen für? Gar nicht so oft. Einmal nur! Oh Mann, ey. Leute, jetzt sind wir hier langsam am Limit angelangt, offensichtlich. Wir sind in der letzten Welt angekommen, konnten uns aber bis jetzt noch nicht auf die Rangliste schießen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung dafür, einen zweiten Teil, in dem wir uns auf die Rangliste katapultieren. Aber aktuell kommen wir hier nur noch langsam voran. Abonniert den Kanal kostenlos. Mich würde es auf jeden Fall auch sehr, sehr freuen. Wir haben es sehr weit geschafft. Leute sind absolute super, super Spitzenreiter. Guckt mal, die hängen hier alle bei QD rum, T, K, T, ich bin bei QT schon, also ich bin hier eine komplette Maschine. Dann sehen wir uns morgen, haut rein, euer Benson, ciao.